Jetzt kommt dasjenige, was man nennt, der Anfang vom Talmud. Wir müssen den Talmud abgrenzen gegen den Begriff der Kabbala. Denn wir werden gleich sehen, hier sind zwei wichtige Mitteilungen da. Zwei sehr wesentliche für den Menschen. Nicht für die Geschichte, für die Theologie, für Judaika und so weiter. Das kann schön sein. Das ist aber, ohne beleidigend zu sein, eine Art Anatomie. Wir wollen es lebendig besprechen und deshalb, das sind zwei ganz verschiedene Welten. Also im Leichenhaus wollen wir nicht bleiben, wir wollen dann gleich hinausgehen. Nun, es fängt um diese Zeit, und da ist das Jahr Null, kann man sagen, schon wichtig, fängt man an, gemeinsame Sätze festzulegen, wo die Überlieferung, man kann sagen, im Kern enthalten ist. Noch nichts aufgeschrieben. Das Aufschreiben kommt später, wenn Sie sehen. Noch nicht aufgeschrieben. Man kann sogar sagen, verboten aufzuschreiben. Im Gegenteil, man stellte Leute an, die nannte man Meturgema von Targum, Dolmetsche, übersetzt man heute, aber Meturgema war kein Dolmetscher, das war ein, man kann sagen, ein Computer, ein Behälter im Gedächtnis. Leute, die das im Gedächtnis genau reproduzieren konnten. Die nichts anderes hatten, als man sagen konnte, wo steht das, wo, wie war das genau? So und so war das. Also ein Tonband in Menschen, dass man den Menschen sagen kann, du sag mir, wo war das bei dir? Wie wurde das gesagt? Wir spüren eine Scheu zum Aufschreiben. Warum eigentlich? Denn Aufschreiben könnte erstarren lassen. Das war der Grund noch. Man sagte, Aufschreiben bedeutet, und wie weißt du das? Man wird es nicht verstehen. Gott hatte Mose die Tora gegeben, auch die aufgeschrieben, so gegeben. Und all das, was wir jetzt wissen, ist von dort her. Tief in uns kommt dieser Bach hinabfließen von dort her und bringt uns das Verhalten nach dem Komplex der Mythologie. Bringt uns so eine Art Träumen nach dem Komplex von dort her. All das kommt von dort her. Also etwas ganz Merkwürdiges, eine Scheu festzulegen. Es kommen dann aber, wie die Überlieferung erzählt, nach einer Reihe Leuten, die ich nicht nenne jetzt, kann ich mal Ihnen vorlesen, erzählen, nach einer Reihe Leuten kommen zwei Personen, welche merkwürdigerweise zwei, Zugot im Hebräischen, Paare, Zug ist im Hebräischen ein Paar, Sein, Waff, Gimmel, Zugot ist Mehrzahl, ein Paar, ein Ehepaar ist ein Zug. Zivuk, sagt man dann auch, die gehören zusammen. Wie ein Zuk gehören dann zusammen, genau geschrieben wie Zuk. Zwei, wir spüren die Zweiheit, wie beim Anfang der Welt, die Zweiheit. Himmel und Erde, die zwei vom Bereshit, vom Worte, womit die Bibel anfängt. Die Zweiheit von Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Die Zweiheit von männlich und weiblich. Zwei sind da. Und diese zwei haben Namen jetzt. Jetzt fängt es an, kann man sagen, nahe zu kommen der Grenze des Historischen, aber ist immer noch Mythos. Hier sehen wir Mythos und Geschichte ineinander gehen, übergehen. Wir spüren ein Wissen jetzt, ein Erlebnis, wo wir Wissen und Mythos als Mensch, ein Mensch kann das erleben.
Man kann natürlich auch sagen, ich erlebe nur Wissen. Erinnern, Prüfungen machen, Bücher, Handbücher haben. Bitte schön, wenn Sie wollen. Aber zu gleicher Zeit gibt es bei Ihnen auch den anderen Menschen, der erlebt. Und wenn Sie sagen, nur Wissen und den anderen also verdrängen, dann meldet er sich als Verdrängter. Da werden Sie mal Kleptoman werden oder sonst etwas werden. Viele Dinge kann dann kommen, alles kann dann geschehen. Oder aggressiv oder depressiv oder Lügner, Hetzer, Aufhetzer, alles Mögliche. Es Verdrängte meldet sich. Der Mensch nimmt das, die der Himmel sich nimmt, wenn er verdrängt wird. Da sagt er, trockene Welt wird sein, Wüste, der Katastrophen, Naturkatastrophen. Oder ich lasse euch in Ruhe, ihr wollt nicht, dann sucht ihr selber weiter. Ich mache nicht mehr mit. Zorn kommt auf. Im Menschen genauso. Diese zwei im Anfang, Zweiheit also, heißen Hillel und Schamai. Hillel geschrieben, hey, Lamet, Lamet, die das Wort loben, preisen, und Schamai vom Begriffe des Namens, des Ortes. Zwei sind da. Zwei Personen an der Grenze vom Mythos und römische Realität. Es herrscht jetzt Rom über Griechenland auch. In Rom gibt es den Kaiser. Rom besetzt schon das Land, das noch selbstständig ist, aber hat römische, kann sagen, Bevormundung. Unter der Blockbildung von Rom, kann man sagen, im römischen Block gehören die Länder dann hin. Hillel und Schamai. Schamai der Ältere. Und Schamai hat eine Neigung, von allen Dingen, die erzählt werden, wenn man fragt, wie wird das nun in unser Verhalten gesehen? Du erzählst das, wie finde ich das im Verhalten zurück? Gibt es auch deshalb eine Art Imperativ für das Verhalten, dass sozusagen ich im Verhalten wissen könnte, wie ich mich verhalte? Der Schamai ist immer der, man kann sagen, der Strenge, der Negative. Er sagt, nein, das geht so nicht. Das lasse ich nicht zu. Und Hillel, der andere, ist der Gütige. Der lässt vieles zu. Hillel, der Überlieferung nach, aus dem Stamm David, Sie werden sehen, der Stamm, die Familie David, kehrt zurück jetzt, nicht mehr im Sinne der Könige, sondern im Sinne der Weisen, der Großen. Immer ist einer da, bei den Großen, der das Erbe nach Halah, diesem Bach, weiterführt von David. Hillel, wovon viele Geschichten zu erzählen werden, die ich dann auch erzählen werde, hoffentlich, weil ich sie vergesse. Hillel, der von David stammt, der Gütige. Beide bilden Schulen. Die Schule von Hillel heißt Bet Hillel, Haus von Hillel. Die Schule von Schamai heißt Bet Schamai, Haus von Schamai. Bitte sehr, die Schulen nicht zu sehen, wie eine Schule, die man heute hat, wie das manchmal zeichnet und malt, sondern es ist in den Menschen jetzt Grenze, Mythos zur Wirklichkeit, im Menschen jetzt die Art, wie ihm das Nichtbewusste ins Bewusste kommt. Hillel lebt vor Christus noch, kurz vorher, und Schamai genauso, Schamai aus seiner
andere Familie, merkwürdigerweise Familie von Benjamin, Hillel also von Juda, von Lea, Schamai von Rahel, von Josef. Die Schulen Hillel und Schamai sind sozusagen, wenn die Schulen kommen, Hillel und Schamai sind schon nicht mehr da, kann man sagen, die Schulen sind da. Und im Talmud, in der Mishnah, im ersten Teil des Talmuds, wird immer gesprochen, was sagt nun die Schule von Hillel und was sagt die Schule von Schamai. Das ist entscheidend. Es handelt sich hier um, man kann sagen, Verhaltensforschung. Woher kommt das menschliche Verhalten? Wie kommt es, dass ich Ruhe brauche? Nicht genau den Sabbatruhe. Ich brauche Ruhe in meinem Leben, wenn ich immer Dynamik habe, einen Moment der Ruhe. Wie ich schon sehe, wenn ich schlafe, ich muss schlafen, da habe ich Ruhe. Also ich muss wieder erwachen. Beide Seiten sind da. Sabbat hat mit dem zu tun. Wieso denn? Wie verhalten wir uns dann? Das bedeutet, verhalten wir die Menschen. Ich will das sehen bis ins Letzte. Nicht, dass ich sage, das bleibt Theorie, schön im Himmel. Ich möchte sehen bis ins Letzte, bis dorthin, wo tatsächlich das soziale Leben da ist, wo Lohndienst da ist, wo ich berechnen kann, wann fängt das eine an und hört es wieder auf, fängt das nächste an. Hier möchte ich bis ins Letzte wissen. Verhalten kommend aus der Überlieferung vom Sinai, wo ich spüre, der sie trägt, wird gehasst. Also ich mag sie nicht tragen, wird der Mensch sagen. Ja, liebst du mich dann nicht? Mich Unsichtbaren? Vielleicht doch, aber es ist lästig. Wie weit kannst du das sagen, dass es lästig ist? Bis wie weit darfst du sagen, und ich bleibe dir doch noch Glauben schenken und bleibe dir treu? Und wenn du weitergehst, dann müsste ich sagen, nein, jetzt nicht mehr, bis hierher, weiter gehe ich nicht mit dir. Das ist böse oder verzweifelt oder traurig. Also Fragen, die es zu tun haben mit unserem Erlebnis. Gar nicht Gesetze. Sonst ist es eine Gedächtnisangelegenheit. Eine Angelegenheit, wo man den Lehrer, die Generationen hassen muss oder die anderen hassen muss, weil man spürt, ich muss denken, denken, erinnere mich, genau wissen, wie es ist, auswendig lernen. Taktik, Politik, gefährliches Leben, kein angenehmes Leben. Da fängt es an, mit Hillel und Schamai, Anfang des Überganges. Das ist die erste Stufe, die ich heute nennen wollte und morgen, jetzt nicht, weil die Viertelstunde doch vorbei ist und sie will doch Wort halten und man muss doch den Wein verschleißen können im Keller. Also ich möchte dann die erste Stunde beenden, man darf auch schlafen gehen natürlich, aber sonst aus und spazieren gehen. Ich möchte dieses morgen weiterführen, weil die Einführung im Zohar, zum Zohar verlangt erstmal eine Einführung zur Überlieferung überhaupt. Eine Einführung zum Talmud. Denn der Zohar und der Talmud, wenn Sie sehen, sind irgendwie gleiche Dinge. Merkwürdig könnte man sagen, doch, die Namen im Zohar, ja, mit Talmud sind die gleichen Namen, die vorkommen, die gleichen Leute also. Wir selber sind an zwei Seiten da. Und deshalb muss ich das einführen, denn ich weiß, man hat über Überlieferung wenig Ahnung, von Talmud überhaupt keine Ahnung, ein wenig nicht die Theologen am wenigsten. Ich meine die christlichen Theologen oder die jüdischen, die da christliche Theologie oder weltliche Theologie betreiben. Aber die Talmud
noch lesen im Sinne des alten Wissens, ist was anderes, von denen rede ich jetzt hier nicht. Und Sie werden sehen, dass mit dem Talmud kommt uns plötzlich der Zohar ganz nah und die Kabbala. Dann werden wir sehen, dass wir einen Einstieg haben. Denn dann erst bin ich imstande, den Zohar zu lesen. Ich werde Stücke lesen, die versprochen aus diesem Buch von Müller, das der Schneider dann genannt hat. Diese Texte nicht vorlesen, hat keinen Sinn, sie selber vorher zu lesen, denn es hat keinen Sinn zu lesen, man wird nicht gescheitert draus. Man denkt, man wird gescheitert, das ist sehr gefährlich. Man wird eben nicht gescheitert. Man muss warten, zu wissen, was das bedeutet. Wir werden dann einige Texte lesen, die wir Texte aus der Bibel gelesen haben, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, und dann die Texte lesen kurz und dann besprechen. Aber nicht sagen, nur lesen und dann im Wagen so herrlich schwärmen, da, jetzt kann ich so spinnen und schwärmen, wie ich will. Das wäre gefährlich und sinnlos. Das mag ich nicht. Also hier will ich ganz klar sehen, was hier los ist und wie wir das zurückfinden können in uns selber. Denn dann, wenn Sie spüren, welch ein Schatz eigentlich unter uns lebt, verborgen kann man sagen und doch nicht verborgen. Und man kann es abdrucken in Deutsch und in Englisch und in Französisch, es hilft nichts. Wie der Talmud auch, man kann ihn schon lesen in der Übersetzung, es hilft aber nichts. Man müsste ganz anderes Wissen haben, ganz anderes Erlebnis haben von sich selber, bei sich selber, um von dort etwas zu erfahren. Nun, damit möchte ich dann für heute Abend schließen.